Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Herr Horvath? Herr Horvath? Herr Horvath? Herr Horvath? Geh, füllen wir mal da um. Den könnte man fragen. Verzeihung? Ich hab meine Fürbitten noch vorbereitet. Verzeihung. Wissen Sie, wo der Herr Horvath ist? Wie suchen Sie denn? Der Herr Horvath, ja, ich kenne den nicht gut. Was wollen Sie von dem? Na, wir haben vor langer Zeit beruflich mit ihm zu tun gehabt und jetzt wollten wir einfach fragen oder nachschauen, wie es ihm geht. Geht ihm, glaube ich, gut. Es sind eine Lotte. Es ist eine Lotte, muss ich sagen. Wissen Sie, wo wir ihn finden? Ja, das weiß ich. Das kann ich Ihnen sagen. Sie fahren 300 Meter vorne, bei der Kirche Fiere, links, dort schieben sie zurück und bei der Ampel vor dieser Kreuzung ist sie unten. 600 Meter, pst, ist eine Schätzung, ich weiß nicht, ob es wirklich 600 Meter sind. Dort fahren sie rechts, bei der Umfahrung vor der Kirche ist eine Umfahrung und dort müssen sie umdrehen. Dort, ja, und dort ist dann ein Parkplatz. Und dort finden wir dann den Herrn Horvath? Nein, dort finden wir nicht den Horvath. Wenn ihr zum Horvath wollt, ist das ein vollkommen anderer Weg. Beim Horvath fährt man die Südsee vorne. Und dort ist ein Kreisverkehr. Zwei Kreisverkehr sind. Beim zweiten muss fährst raus, dann kommt ein grünes Haus gegenüber von dem Krematorium, das aber schon zu ist. Und dort links hinten, dort ist in Horvath Günthers Wohnung. Wir suchen aber den Anton Horvath, den Herrn Anton Horvath. Also, ja. Nein. Gelobt sei Jesus Christus! Ich sag mir nichts, ich habe Toni kennen überhaupt keinen. Tut mir leid, das war jetzt eine blöde Frage von Ihnen. Wir sehen uns am Sonntag in der Kirche. Meßwein ist das neue Bacardi Cola. Freilich, das glaube ich, schickt mir doch die Polizei, ja. Cobra, Mega, Finanz, alle könnt's mir schicken. Herr Postbeschild? Ach, grüß euch, warte, Moment. Herrst, was, das Abo brauch ich nicht und jetzt geh scheißen, ja, in Gottes Namen. Grüß euch. Wir suchen den Herrn Horvath. Die Toni sucht, sie sucht das Klopapier. Der Toni, ja, den geht's gut. Der ist bei mir daheim. Wissen Sie, wo der momentan ist? So, Bursch, wo der ist, ne? Bei mir daheim auf der Fassade, mit dem Robert, ne? Ich bin der Robert schon wieder. Robert, du Krippe! Wo ist das Häuselpapier? Der meint gerade mit Herrn Horvath die Fassade. Also, wisst ihr auch schon? Aha, nicht schlecht. Du, aber ich muss eh hin, wenn ihr es noch sehen wollt, Toni, fahrt mit. Ich muss hin, weil du das Häusel so leibern, weißt du? Mich pressiert schon wieder, Alter. Eins, durchgeholt. Achtung, Jung, halt euch fest, Jungs. Na, was hab ich gesagt? Dann schaut's. Ja, das Tier muss ich dazu, dann hat der Robert gemacht, das war seine Abschlussarbeit in der Berufsschule. Es geht ein Scheißdeck von außen auf und ein Scheißdeck von innen. Was soll ich machen, wenn man mit Trottel umgeben ist? Wir machen wieder will. Na, und jetzt, was sagt's? Herzlich willkommen am Bahnhofsplatz. Wunderbar, gell? Robert, da!
Chef ist da! Hier ist der Burmer. Weißt du, wie stehen die Aktien? Da wird der lauter Spüler, der Kreuzelscheiber. Hier was. Mit dem wollte ich die ganze Zeit. Zertrick! Du bist ein Holzmuffel, Mensch! Was bist du für ein Lehrbuhr? Ja, das Schwerste, das würde ich gleich mit heimnehmen. Der Typ, so ein Fahrführer. Das ist der Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn. Wo ist er durch für fünf und mit Weiber? Da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Jetzt wieder da, gell? Ja, wisst doch, dass bei mir am schönsten ist, gell? Nicht die anderen Fiedel mit drin oder Blödsinn, ja, und weiter. Hört ja, du bist bei kompletter Hauer, gell? Zug nochmal aus der Bittel, gell? Bist du ein blöder Hund? Fragst du deine Schulwellen dumm, oder was? Hätte? Der Leibmann. Nein, Spar, bist bei mir im Training ein bisschen, schaust du aus wie der Jean-Claude, Platzbords. Wer hinter die Kassetten, kannst du da anschauen. Ist euch hochgegangen, der Papa Toni, ja? Nein, ja, hab nichts zum Berichten, was ich sagen, schau. Neue Hütten. Ja, heute ist mir am Arsch gegangen, die scheiß Bude, die kannst du da halten. Jetzt bin ich wirklich Penzhaus. Ja, Penzhaus. Wie du siehst in den Filmen, bei Schönen und Reichen, so bin ich jetzt, ja. Siehst du, alles eingerichtet, alles schön, siehst du, Couch, alles halb. Ja, aber der Marvin besorgt, will haben. Kennst du das? Will haben? Das Leons, das ist ja Internet, da kannst du nicht nur zahlen, das ist mir geschenkt. Ich hab überhaupt nichts gezahlt. Ja. Bin ja ein Trottel, gib ein Geld aus für ein Couch. Was mache ich leicht? Ich suche Geld zahlen für was, wo ich mit dem Arsch drauf sitze. Na ho. Sicher nicht. Geh rein, Postbeschilde hinten. Hat er gesagt, Toni, pass auf, kommst bei mir, machst Hausmeister, ja, und alles ist in Ordnung, ja. Ja, siehst du, ich habe nicht viel zu tun, aber zu den Streichen, tue ich draus, die Lampen wechseln und der Ganze. Die Kiefler da draußen, die kommen nichts drauf. Was hat denn die Leicht? Was hat denn die Jugend Leicht? Habt ihr den Jürgen gesehen? Mit so einem Pinsel kommt er daher, wie Farbe der Volltrottler. Der hat so der Schuhe da den gefladert, da was der hingehauen. Da kannst du auch, du, einen Käfer kannst du massieren mit dem Borstenpinsel, der Volltrottel. Nicht mehr mal Gedanken, nicht mehr mal Sorgen um die Jugend. Wo gehen sie denn hin? Was machen heute die Jugendlichen? Was machen sie? Nix. So, mit dem Fahrtsbock, wie mein Bub. Alle, Fahrtsbock, da sind wir Nummer eins. Da sind wir dabei. Da sind wir mit dem, du, der Spüne. Hab ich auch gefragt, in Urlaub, wie war mit ihm? Ding war mal Spanien und Paris. Hab ich mich gefragt, was ist Alexander? Gehen wir auch raus. Mach mal was. Zeig ein bisschen der Disneylands. Was macht er? Nein, Papa, ich schreib grad mitten an. Der ist sogar 15 Jahre, was er ist. Der hat noch immer eine angerochen für solche Frechheit. Ich find's frech. Na, wir damals, wenn wir geguckt sind. Und der Vater ist arm. Der ist nicht oft, hat nicht oft bei uns gegessen, weil er saufen war. Aber wenn er einmal bei uns geguckt ist, oh, hat sich keiner traut aufs Handy schauen. Ja, weil es noch ganz gegeben hat, aber ich hätte mich auch nicht schauen traut in eine Zeitung oder was. Na, um Gottes Willen, wenn der Vater gesehen hat, wir sind nicht so aufmerksam auf ihn. Ja, da hat's Watschen gekackelt, da bin ich gelegen unten. 5 Milchzentren weg, tschüss, klarer Fall. Heute, ich glaube, die können nichts lernen, der Alexander. Will in die Schule wieder gehen, Maturanten und das ganze Gymnasium und die Blödsinn. Hör gesagt, guck zu, lern einen Beruf. Ich hab auch lernen müssen, ja. Aber so ist die Jugend. Schau, in meinem Bau da jetzt, was ich mache ein Hausmeister und das. Ich hab genau solche Radler, genau so da. Ich hab einen Talinger, den Volltrottel da hupen. Mit der Neuchen, also mit der, die jetzt, wohnt jetzt bei der quasi, wo ist der alte Typikus, mit der zusammen war. Um 16 sicher noch. Der Gemeiner hinten neben mir, hinten, ne, ja, jetzt hinter mir, ja, da hinten. Der Giftler, der raucht so aus bei dem scheiß Hund. Na und, hat nie, um ist um nichts besser aus der Jugend, oder? Ja, da der Waller Seck, aber der ist ein ganz, ja, wieder ein ruhiger, ja, glaub ich, ein Arzt oder was. Ich noch nie Probleme gehabt. Ja. Nur der Jürgen. Der Jürgen, der macht mir, ich weiß ja, was mit dem los ist. Ich mach mir wirklich Sorgen um den Buben, aber da muss sich ein Mensch wieder drum kümmern. Ja, ja, was wollen Sie von mir hören? Da muss ich einen annehmen, anscheinend oder was, hat der keine gescheiten Eltern oder was, lauter Gratler, der Erwin scheißt sich an, trägt um den Buben, nimm ihn mit. Schau, ich hab ein großes Herz und bei mir kannst du alles haben. Alles. Bei mir kannst du wirklich, ich bin einer, der sagt, wenn ich nur mehr einen Cheek hab oder was, nein, eine nicht, aber wenn ich einen Backel hab, gib ich dir einen Cheek. Hörst du?
gib den scheiß Pinsel jetzt einmal weg, da. Rupert, das ist mir wurscht, hab ich gesagt, da. Schau, nimm mir. Auf, ja, genau. Soll ich den Guri auch nehmen und in der Freitag reinlunzen? Das ist wirklich ein Wahnsinn, die Jugend. Unglaublich. Ja, du jetzt gescheit. Ich weiß ja nicht, du Arschbeckelrotz, du. So ein Drehkund. Du, auf, oben, ja, auf, oben. Herr Horvath, ist das so schwach? Was genau machen Sie beide da jetzt? Ja, siehst du, da irgendwelche Nazi oder was Hund, haben uns da irgendwas auf. Aber der Scheißbeckel macht sie richtig. Mach's richtig. Richtig, rauf, auf, ja, genau. Bisschen was hat er los, der Arbeiter? Kann jetzt ein bisschen leiser sein? Ich muss mich da konzentrieren. Bin ich ja der Trabi jetzt oder was? Hier ist Giftlerhund! Schlechte Ene! Ich hatte deinen eigenen Spritz ins Gesicht, du Chef! Du schlechte Ene! Du so ein Rotz hier! Hast du? Du hast schon mal so abgerissen, hä? Entschuldigung! Schlechte! Du Verbrecherhund! Du da malen! Malen! Komm! Offe, owe, offe! Postbeschild, laut Herrn Horvath haben Sie ihm da die Wohnung besorgt. Ja, das ist richtig. Das gehört ja alles mir. Das habe ich ja praktisch geerbt vom Urgroßvater. Der hat ja das irgendwie gekriegt über Heimseherfrage vom UF oder Bing oder Hofratswitwe. Genau weiß man es nicht überliefert, weißt du, aber Fakt ist, vor einer Werkstatt allein hätte es kann's existieren. Geht nicht. Du musst das Heiselpapier kaufen, das kostet alles Geld. Und der Vorgänger vom Toni hat sich praktisch ja erschossen. Ne? Also, Sie sprechen von Selbstmord? Ja, es ist tragisch. Der hat irgendwas, was weiß ich. Der Wasilek hat mich angerufen von der 8. Also vom Zimmer 8 hat mich angerufen. Ich bin hergekommen und haben sie geschossen. Jetzt bin ich hergekommen am 24. Dezember, wo das Weihnachten ist. Machst du dir auf über einen Gatsch. Ein Tag später ist der Toni gezogen. Das Leben nimmt und das Leben gibt, wie es ist. Das geregelten Leben und seiner Arbeit nach. Ja, geregelt, will ich nicht sagen, aber er verdient bei mir bei einem Schüling dazu, schwarz natürlich ist eh klar. Und wenn er gescheit ist, jetzt ist er 34. Wenn er sich bloß auf Zeit legt, ist er gemachter Mann. Linke Aktionen gibt es keine mehr, weiß ich mein. Ist doch ein Hammer. Das einzige Schade ist halt nur wegen seinem Buben. Ne? Was genau ist mit seinem Sohn? Wisst ihr das gut, ne? Na, dann vergesst das Geld, wurscht. Weißt du schon. Geh, Robert, wir müssen von wer angerufen wegen deinem Abgasskandal. Die Lisa kann nicht allein bleiben, muss immer tun. Der Teppert oder was? Jetzt hat er die vierte! Hör, Jürgenhund! Was ist? Seht, und das ist die Jugend. Die wollen überhaupt nichts mehr hakeln, da scheiße ich drauf. Nachbar. Und solche. Was ist? Nachbar! Was will denn der? Was ist mit dir? Seit wann sind wir noch Nachbar? Du warst 5 Kilometer weiter weg. Das ist mir wurscht. Der Teppert. Weißt du, die wissen, wie du Grippespiel überhaupt hast, dann schickst du mir eine neue große Blumen ins Büro. Was hab ich? Ich schick dir keine Blumen ins Büro. Pudert hab ich's und weiter. Pudert hab ich's. Bist du derisch oder was? Na warte, das alles sag ich dir gleich, wenn du mich heute noch mehr angreifst. Das ist ja Jungfrau. Was? Ja, im Sternzeichen vielleicht, aber. Normal bist du. Da gehen wir raus, du Fegersau. Ich bin froh, dass ich Fußfessel um habe und da nicht rein darf. Du Fegersau, Fußfessel um. Normalerweise hast du bei mir eine Ganzkörperpartage. Was? Eine Ganzkörperpartage? Ich hatte komplett zusammen, du Scheiß. Ein bisschen ruhiger. Die Kinder schlafen, ha? Komm, Scheiß bitte. Auf deine Kinder, du Volltrottel. Ja, ich hol dir das Hund weg. Da, gib mal frei. Ist der Deppert. Der Hund, bei dem ist öfter ins Jugendamt, da sonst irgendwer. Als was der erste Mal hat. Aber geh, leg zu mir Arsch. Nur Gesindel. Nur Gesindel. Ich brauche ein Bier. Ich brauche ein Bier. Arsch. Herr Horvath, was genau sind Ihre Tätigkeiten als Hausmeister? Ja, viel zum Tun. Schau, da hinten waren sie. Boah. Da muss ich zu. Weißt du? Hier war's. Na und? Wie war's, Pustel? Ja, nix, gell? Ja, schuch. Ja, geile Farbe. Ja, passt zu deinen an. Ja. Für sie auch. Ich hab das schon immer gesagt, da arbeiten ist wirklich geil. Das ist geil. Ja, ich bin gerade im Interview, Franz. Ha? Franz, ich ruf dich zurück. Ja, mal bei morgen oder was. Ha? Ja, sehr was, Franz, sehr was. Alter, Franz, ein alter Kollege von mir. Leere Schuhe da. Was war? Ich hab nicht viel zu tun. Nein, da hinten. Das sind alles Giftler. Was willst du recht mit den Leuten? Der eine, der Allinger, der beschwert sich da an die Ausländer, sind schuld wegen der Arbeit. Nehmen wir mal die Arbeit weg. Was hat der Leute gekackelt in seinem Leben? Weil selber ein Goldfisch sagt, du nimmst mir die Luft weg. Ne, was sind das Leute oder was? Der Gemeiner da drüben, vergiss mich. Schau, ich bin da, damit ich schaue, dass ungefähr
Jetzt kenne ich mich selber nicht mehr, schon. Also das bedeutet, Sie kommen mit Ihren Nachbarn nicht zurecht? Naja, Brötchen, ich komme mit dir zurecht. Ich bin sowas wie, kennen Sie den Film Der Pate? Kennen Sie ihn? Der Paten? Kennen Sie? So einer bin ich. Wenn einer ein Problem hat, kommt er zu mir. Da haben Sie ja früher gesehen. Der hat ein Problem gehabt, weil es zu laut war, da war's, dann kommt er zu mir. Der Nachbar, der Geschissene, wo ist ja gar kein Nachbar mehr, kommt er zu mir. So, und weiter? Ein paar Bier. Noch einmal. Gut, ist auch ein Bier, da war's? Geht vergiss. Der Franz, da bin ich wirklich erfreut, dass er sich wieder erwählt hat, der Franz. Die war schon sprühte. Ist der? Ja, die ist ich. Gott sei Dank immer was in der Lager hinten. So, es wird ein Licht. Aha, er hat nicht aufgetaucht. Ja, aber anscheinend ist da niemand anwesend. Nein, der, was heißt, der ist nie anwesend. Erst Ballersäck! Ich hab dein Licht, trau auf einmal! Ballersäck! Vielleicht ist ja der Herr im Urlaub. Der? Ja, wo? In Stau? Oder irgendwo in Kolksburg oder was? Ballersäck, mach auf die Lampe her, wo bin ich denn deppert? Hallo! Na, wann haben Sie denn den Herrn das letzte Mal gesehen? Im Ballersäck? Hab ich noch nie gesehen, den Trottel. Was mit dem. Erst der Licht! Geh noch was. Na geh! Was? Mein Häusl ist hin. Was heißt, der Häusl ist so viel da? Hast du letzte Woche eine Ex gehabt, du mit Schätz auf. Schau dir das Haus gemacht hast. Da war das Heck. Hey, komm gleich, warte. Ohne mein Klumpert. Ich mach alles. Siehst du das? Ich bin mir für keinen Hack und schade. Schau, vielleicht weiß ich nicht. Oder zu viel Klopapier rein oder was. Wer weiß denn das leicht schon? Der Spänner, schau mir das scheiß Häusl jetzt einmal an. Ja. Da hinten, stopp. Ja. Ja, spät. Ja, spät. Ja, du Fuido! Ist der Depper? Ja, du hast den Wisch, was du Fuido hat, klar? Jetzt hast du. Du Drecksack, du Verschisser! Du Abbruder! Mit dir. Tommy, was ist? Bist du draußen? Das ist schlecht. Ja, was? Du hast ja 2 Jahre gekriegt. Bist du da? Ach so. Ja. Na, komm mal rein, die fangen kann man mal. Ja, ja, dann war. Was hast du gleich? Leber? Was ist Leber? Das ist der Horror. Willkommen im Herzen bei Öl 3 Nachricht. Für Sie ein Hörer heute Miroslava Glaubitzober und das ist große Nachricht für Tag. Konflikt bizarr. In Pfarrgemeinde Kreitmannsdorf an der Lunte möchte Pfarrer in Zukunft Sonntagsmesse in heuriger Lokal verlegen.
heißt die Spurenkausa Herbert Wallasek. Morgen wird wieder sonnig, heiß, schwül. Viel zu heiß für diese Jahreszeit. Tipp, glaube ich, sowieso, wenig Kleidung. Ein ungewöhnlicher Verbesserungsvorschlag reicht der Priester der Marktgemeinde Greitmannsdorf bei Landespfarramt ein. Der Geistliche schlägt vor, die Sonntagsmesse von Kirche in Lokal von Weingut Finsterer zu legen. Außerdem statt der Heiligen Kommunion ein Happy Hour mit gut Getränk eingeführt werden. Der Gottesdienst soll so jüngere Generationen wieder attraktiv machen. Die Kirche prüft nun etwaige Reform. In Dunkelheit tappte die Polizei bisher bei der Suche nach dem untergetauchten Ex-Finanzrat Herbert Wallasek. Der wegen Korruption verdächtige Politiker in Ex verschwand vor 6 Monaten spurlos. Ein anonymer Zeuge will den 47-Jährigen nun in einem Wiener Saunaclub gesehen haben. Ein großer angelegter Razzia verlief nun vorerst erfolglos. Danke in Herzen für tolle Aufmerksamkeit und nun geht weiter mit den Hörercharts und vielleicht gibt ihr einen neuen Nummer 1. Oh ja, wie ich diese Stimme liebe. Danke an das Nachrichtenstudio. Ja, wie versprochen kommen wir jetzt zum Platz 1 der Hörercharts. Er ist jetzt ganz neu dabei und schon Platz Nummer 1. Eddie Granero mit dem Hit schlechthin, der Chabala Song. Der ganze Track nur für euch, gleich nach der Werbung.